Einen wunderschönen guten Moin und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wir machen weiter mit Factorio. Endlich mal wieder. Man kennt es halt. Moin Triggerfinger, willkommen. Jo, wir hatten letztes Mal dafür gesorgt, dass wir Kryonit herstellen. Moin Dragonfire, willkommen. Und moin Stefan. Wir schauen mal ganz kurz hier nach oben. Warte mal, machen wir hier schnell so. Genau, wir hatten hier angefangen, diverse Dinge zu tun. Hier hatten wir die Kryonit-Verarbeitung. Das geht erstmal noch nirgendwo hin. Ist auf jeden Fall schon mal da. Dann haben wir das. Dann haben wir hier angefangen, diese komischen Strahlungsdaten herzustellen und dann diese Astrometriedaten waren es, glaube ich, ne? Oder wie heißen Dinger? Warte mal. Ja, genau, astrometrische Analyse. Genau, so in der Art. Brauchen wir für Forschungspakete. Wie gesagt, wir fummeln uns gerade so ein bisschen nebenbei hier durch. Genau, kleine Space Hub. Wie gesagt, der Kram hier oben ist auch in gewisser Weise irgendwie ein Hub, aber wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir den Kram hier oben demnächst mal ein wenig sortieren. Genau, heute werden wir mal schauen, dass wir die, ja, diese Purple-Geschichten hier ranbekommen. Also hier Wissenschaftspakete für Energie und eventuell sogar schon die blauen, also die für Astronomie. Das sind so die nächsten beiden, die wir dringend bräuchten. Welche Reihenfolge ist eigentlich relativ egal? Wenn wir hier mal reinschauen, Purple wäre halt interessant für die Schienen im Weltall, also für Zugverbindungen hier oben. Ja, und das blaue Gedöns ist eigentlich für viele Dinge interessant, ne? Nur die Frage ist, warte mal, wo haben wir es denn? Achso, hier oben, genau, für diese ganze Raketentechnik und so weiter. Also, wir kriegen dann mehr von diesen Raketenfrachteinheiten wieder raus, wenn irgendwo eine Rakete landet. Und andere Dinge. Das spart natürlich einen Haufen Ressourcen nachher im Endeffekt. Das wäre so die Idee. Wie gesagt, welches wir von den beiden zuerst machen, ist relativ egal. Des Weiteren habe ich gesehen, wo haben wir es? Genau, man kann ja diese Karten, diese gelben hier, diese vier, die kann man ja im Grunde genommen aus jedem dieser farblichen Kataloge quasi herstellen. Die heißen sogar Katalog, ja, genau. Wir werden trotzdem pro Forschungspaket für jede Farbe was herstellen, weil ich glaube, wir brauchen so oder so nachher jede dieser Farben hier und dementsprechend werden wir das auch genauso machen. Ja, also blau, grün, violett und ja, orange. Dementsprechend teilen wir das so auf. Je nachdem, was wir zuerst brauchen, das gucken wir dann später. Und dann sollte das passen. Bevor wir aber heute dann mit dem technischen Kram anfangen, würde ich eventuell nochmal einen kleinen Planeten besuchen. Bevor wir das tun, noch eine andere Sache. Der nächste koronale Massenauswurf in 10 Stunden werden wir heute nicht mehr erleben. Der geht auf Venth. Und da haben wir ja schon eine Basis gebaut. Ich war vorhin nochmal da. Und ja, ich habe einfach ein paar Solarpanel und Akkus mit dazu gebaut. Wir haben hier jetzt eine Energie von, ja, 51 Gigajoule. Jetzt ist gerade dunkel, können wir nicht sehen, aber die Solarpanel machen hier einiges an Strom, also das ist schon machbar. Und für den Massenauswurf brauchen wir 41 Gigajoule oder 0,52 Gigawatt. Das heißt, eigentlich, wenn nichts schief läuft, sollte der Planet hier safe sein. Ich habe des Weiteren auch noch ein, ach hier unten müssen wir hin, warte mal eben, so einen Schirm hier hingestellt, wo ist er denn? Warte, hier, genau. Ja, sollte man haben, weil sonst ist blöd. Ich denke mal, die Leistung hier, die sollte dafür reichen. Wenn nicht, dann müssen wir halt ein paar Sachen wieder aufbauen und das Ganze nochmal ein bisschen neu zusammenbasteln. Aber ansonsten, ich bin der Meinung, das sollte reichen. Genau, des Weiteren war ich auch nochmal hier unterwegs, auf Hagen, wo unser Kryonit hergestellt oder produziert oder gefördert wird. Und ja, wie man sehen kann, ich habe hier nochmal so ein bisschen weitergebaut. Ich habe mich immer zwischen diesen Klippen-Ecken quasi durchgeschlängelt. Wir haben hier inzwischen, warte mal, 8300 Solarpanel und 7300 Akkus. Verhältnis passt natürlich nicht, ne, aber ist total egal. Wir haben hier genug Energie. Das sollte definitiv reichen. Ja, sollte also passen. Bevor wir jetzt anfangen, gleich diese weiteren Anlagen für die Forschung zu bauen, würde ich mich nochmal um einen Rohstoff kümmern, denn da fehlt noch ein bisschen was. Aber dann haben wir bald erstmal alles da, was wir generell brauchen. Genau, ich habe mich ein bisschen umgeschaut und Holmenit oder wie das auch immer heißt, sollen wir organisieren. Und ich habe einen Planeten gefunden, das ist dieser hier, Sitte oder wie der auch immer heißen mag. Der hat das als Hauptressource und hat keine Beißer drauf. Also werden wir genau diesen hier nehmen. Ich habe die Oberfläche schon aufdecken lassen vom Satelliten. Der ist auch nicht so groß, daher kann man das machen. Und hier haben wir gleich im Startbereich schon mal 2,6 Millionen. Oder hier unten halt 7 Millionen. Hier haben wir dann nochmal 14 Millionen. Also Holmenit sollte
ausreichend sein. Jo, das werden wir, wie gesagt, gleich als erstes mal machen. Ich habe dazu schon ein paar Dinge vorbereitet. Genau, wenn wir uns mal ganz kurz einen Blueprint anschauen, den wir gestern erstellt haben, diesen Planetenstarter. Ja, da haben wir die Lagercontainer drauf, wir haben die Emitter und Transceiver mit drauf, wir haben das Landing Pad, wir haben das Raketensilo, wir haben so ein bisschen Robot-Gedöns, wir haben die Treibstoffgeschichten, die Kanone, die Maschine, die die Sachen dafür herstellt, und das war's. Sollte eigentlich ausreichend sein. Wir müssen eventuell noch ein paar Kleinigkeiten machen, das sehen wir dann aber gleich. Und die Frage ist natürlich, haben wir alles dabei? Schauen wir mal kurz rein. Warte. Genau, Container sowieso ist kein Thema. Wir haben, genau, Transmitter, Receiver. Wir haben diesen ollen Eimer mit dabei, wo die Sachen reinkommen. Wir haben Raketensilo, wir haben Frachtlandeplatz. Ich habe noch eine Kapsel mit dabei. Ich habe die Laser-Lieferkanonen mit dabei. Genau, Treibstoffraffinerie ist mit am Start. Module haben wir sowieso mit dabei. Ich habe ein paar Bots mit eingepackt. In der Rakete befinden sich Solarpanel und Akkus ohne Ende. Genau, Umspannwerke habe ich diesmal auch noch ein paar mit eingepackt, weil wenn wir gar keine mitnehmen, gleich zu Anfang, dann wird's eng. Jetzt sollte es eigentlich gehen. Hier sind, glaube ich, wie viele drin? Warte mal. 250 Stück, also haben wir 300 mit dabei, das sollte okay sein. Nebenbei noch ein bisschen Scaffolding, das lassen wir gleich im Novus Orbit irgendwo rumfliegen, das ist okay. Und ansonsten ist der Laden hier voll. Das heißt, wir versuchen das auf gut Glück einfach. Ja, wir speichern nochmal eben schnell. Dann fliegen wir zum Orbit hoch und fliegen von da aus dann wie gehabt weiter ja, zu dem ollen Planeten. Halt, tun wir noch nicht. Erstmal müssen wir natürlich so einen Strang noch bauen, ne, für die Versorgung selber. Ja, dann nehmen wir einfach den Klump mit. Pass auf, jetzt kommt ein Trick. Jetpack an, es passiert nichts. Aha. Sag ich gleich was zu. Wir nehmen den Part hier oben, glaube ich. Wir müssen aber mal eben die ollen Kanonen gleich ausschalten. Genau, die machen wir, wie gesagt, erstmal aus. Ich habe jetzt dummerweise nicht mehr dabei. Warten wir eben, bis die Bots hier ankommen. Ja, dann machen wir es gleich so. So, auch hier ausmachen. Den ausmachen und diesen hier ausmachen. Genau. Wir brauchen hier erstmal noch ein neues Netz. Wie hieß der? Irgendwie so, ne? Ich glaube schon. Genau, Einstellungsgeschichten machen wir später. Nochmal zum Thema Jetpack. Wir hatten immer das Problem, dass jedes Mal, wenn ich das Jetpack betätigt habe, dieses olle Lebenserhaltungsfenster aufgegangen ist. Ja, das ist ein Bug. Ich habe eine Lösung gefunden, die nicht unbedingt ideal ist, aber man hat die Möglichkeit in den Mod-Einstellungen pro Spieler. Bei Space Exploration Lebenserhaltungs-GUI nie anzeigen, kann man aktivieren und dann ist das Ding auf jeden Fall aus und nervt nicht mehr. Ist es nicht die perfekte Lösung, aber ist egal. Als Workaround habe ich hier unten in unserer Leiste habe ich die Lebenserhaltungsbehälter mit aufgenommen. Das heißt, wir können immer sehen, wie viele wir noch haben. Das reicht mir. Ich brauche da keine Anzeige, mit wie vielen Stunden das Ding noch funktioniert oder wie auch nicht. Na, wir haben auf jeden Fall einen kleinen Überblick. Das ist, glaube ich, okay. So, ich muss mal eben die Lieferkanonen und den Receiver wiederholen. Weil das brauchen wir gleich auf dem anderen Planeten. Ich vernebel den gerade, da ist er. Genau, 2-2. Wir brauchen wahrscheinlich nur einen, aber wir nehmen mal beide mit. Das sollte okay sein. Gut, des Weiteren brauchen wir hier oben noch Strom. Das wäre nicht schlecht. Kabelverbindungen sind da. Sieht auf jeden Fall so aus. Genau, wir haben keine Signale. Die jetzt anzuschalten wäre natürlich fatal, ne? Aber wir müssen die gleich auf jeden Fall eben umkonfigurieren. Dann ist es okay. Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, oh, Autosave. Dann würde ich sagen, wir speichern nochmal. Und dann fliegen wir einfach mal hoch. Genau, wir haben Novus Orbit, Landing Pad, ja. Von mir aus. Jupp, gleich wieder voll machen. Ich nehme noch ein paar so mit. Aber wir sollten oben eigentlich genügend haben.
Gut. Warum kommt dieses gestrandete Dings immer? Naja gut, egal. So. Das Zeug wird aussortiert. Rakete ist da. Da sind auch schon 100 weitere drin. Wir packen den restlichen Kram mit dazu. Wir kriegen jetzt natürlich nicht alles mit von hier, ne? Das ist, glaube ich, klar. Wichtig sind auf jeden Fall die Umspannwerke, die gerade hier drin landen. Verdammt, warte mal eben. So. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Genau, die Bots können da mit rein. Ja. Ach, stimmt. Das restliche Kryonit. Ja, das wird erstmal da drinnen bleiben, ist glaube ich okay. Genau, dann haben wir die Solarpanel. Die brauchen wir auf jeden Fall im Schwerpunkt. Den restlichen Kram kriegen wir dann sowieso mit nach oben. Also an sich kein Thema. Genau, Umspannwerke mit rein. Das könnten wir auch irgendwann mal automatisieren, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie wir das im Endeffekt nachher dann machen. Das heißt, wir warten damit erstmal noch. Ich glaube, die Solarpanel-Effizienz lag auf dem Planeten bei so irgendwas knapp 40%. Ich glaube, 37 waren es. Also ein bisschen mehr als beim letzten Mal, aber auch halt nicht so geil, ne? Was haben wir noch? Ja, da geht noch was. Kriegen wir da noch alles mit oder was? Nice. Ja, okay. Ja, stimmt, klar. Das Scaffolding ist heraus, klar. Dann passt es ja locker. Genau, jetzt ist full. Kapsel ist noch mit drin. Wir haben noch einen im Inventar. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das Ganze mal. No risk, no fun. Die Frage ist natürlich, er wird wahrscheinlich mehr Sprit brauchen. Wir wollen nicht nach Vamp, wir wollen nach... Wo ist denn der... Da. Allgemeine Umgebung. Wir haben noch kein Landing-Pad, dementsprechend haben wir keine andere Wahl. Ja gut, Sprit ist drin, das andere Zeug haben wir auch. Was fehlt denn da? Hä? Wait, warte mal. Warte. Landeplätze mit passendem... Ach so. Okay. Ach, wird schon gehen. Und dann wollen wir mal schauen. Natürlich verteilt sich hier erstmal wieder alles, man kennt es. Wir machen unseren Roboport mal aus. Gut. Hier unten wäre das erste Vorkommen. Eigentlich gefällt mir der Bereich hier gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir machen das hier mit der Basis erstmal. Und alles weitere, wenn wir irgendwann mehr brauchen, dann ja, nehmen wir den Kram mit dazu. Das sollte machbar sein. Gut. Dann parken wir den mal hier, würde ich behaupten. So, und auch hier müssen wir... Ah, das ist praktisch, weil er diese Dinger nicht mitspeichert. Das ist okay, nice. Genau, Landeplattform, dann nochmal so ein Container. Eigentlich bräuchten wir den Container hier nicht, aber... Was soll der Geiz? So. Dann bräuchten wir erstmal im Schwerpunkt Solarpanel und Akkus. Ach so. Ja, war fast gut. Ich meine, eigentlich relativ egal... Genau, andere Sache. Wir können auf jeden Fall schon mal eben die Logistikroboter. Wo sind die anderen? Naja, die stecken wahrscheinlich irgendwo fest. Naja, egal. So, das kann da rein. Die Kapsel kann da rein, genau. Genau, ein paar Solarpanel haben wir. Wir bräuchten... Ah, genau, perfekt. Umspannwerke haben wir auch da. Unter Umständen könnte man sich irgendwann auch mal davon einen Blueprint machen, aber ich bin da meistens zu faul für. Ups.
Genau, damit es auch komplett connected, machen wir den hier noch mit rein. Dann passt es nämlich beim Übergang ganz gut. So. Genau, das können wir schon mal irgendwo hier mit verbinden. Wird natürlich nicht reichen, um alles zu versorgen, aber ist egal. Kommt da noch ein bisschen was dazu, ne? Ist ja kein Thema. Müssen gleich eh mal schauen. Ach nee, halt, andere Sache, Moment. Ui. 31? Das ist ja noch mehr als vom letzten Mal. Na gut, okay, von mir aus. Ach so, halt, bevor wir jetzt irgendwas tun. Nee, wir brauchen doch schon ein bisschen Energie. Wir sollten gleich als allererstes dafür sorgen, dass hier der Raketentreibstoff hingeschossen wird. Weil dann kann sich die Rakete nämlich schon mal wieder befüllen und dann müssen wir nachher nicht warten, so wie gestern. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber wie gesagt, da brauchen wir vorher ein bisschen Energie. Und das haben wir momentan noch nicht so ganz da. Aber egal, das haben wir gleich. Da fehlen Dinge. Die Dauer des Tages, glaube ich. Beziehungsweise ein Tag-Nacht-Zyklus dauert dann 31 Minuten, so rum. Man kann jetzt aber auch nicht genau sagen, wie lang der Tag tatsächlich ist, weil die Nächte sind ja im Factorio kürzer als die Tage. Schwierig. Das ist aber, glaube ich, irgendwie so ein gewisser Prozentsatz. Aber wie gesagt, nicht so wild. Da ist ein Sphere Add-on. Nee, das ist Space Exploration, das ist eine Mod. Kann ich empfehlen. Also es macht super viel Laune. Was ist hier eigentlich los? Hä? Okay. Ach so, das sind die Dinger gewesen, die sich erstmal vollgefressen haben. Ja, ist okay. Nee, also wie gesagt, das ist Space Exploration mit noch ein paar anderen Modifikationen mit dabei. Das war zu viel des Guten. Das macht unheimlich viel Laune, muss ich echt sagen. Es ist komplex. Ich habe generell nach jedem Stream erstmal Kopfschmerzen. Aber es bockt auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, ich finde das System, achso, warte mal, das hier, besser als DSP. Ich meine, klar, DSP sieht besser aus. Aber weiß ich nicht. Ich finde halt Factorio von der Grundgeschichte her wesentlich besser als Dyson Sphere Program. Und dass sie da per Mod dann nochmal das Ding hier oben drauf gesetzt haben, ist halt mega, ne? Also DSP ist kein schlechtes Spiel, auf gar keinen Fall, aber das hier ist eine andere Hausnummer. Oh, ich befürchte, wir müssen da mal eben so ein paar Sachen aussortieren. Ja, das machen sie schon selber, okay. Solange das Inventar einigermaßen was aufnimmt. Okay, auf jeden Fall füllen sich schon mal die Akkus auf, das ist viel wert. Ja, genau, und da ist der ganze andere Klump drinne. Das müssten wir gleich mal loswerden, ja. Jep. Genau, die können damit rein. Ja, gut, Schrott auch. Das nehmen wir nachher wieder mit. Das kann auch wieder mit zurück. Ja. Ach, die kommen schon mit, ist okay. Ja, wir müssen mal eben den ganzen Kram wieder durchsortieren. Wie immer bei der ersten Landung, weil hier alles einfach verteilt wird. Uff.
Ja, das dauert noch ein Weilchen. Da ist ein Haufen Klump mit dabei, aber brauchen wir halt, ne? Ist so. So, genau, dann machen wir die Ecke nochmal eben voll, weil ich brauche irgendwie nochmal Platz im Inventar. Da ist Ende. Na gut, dann machen wir gleich auf der rechten Seite weiter. Wo hier diese Solarpanel-Dinger stehen, ist eigentlich super egal. Hauptsache, wir kriegen davon massig welche untergebracht und das ist meistens kein Problem. Ich überlege gerade, ob wir für die erste Nacht vielleicht schon, ja, so ein Solar, Quatsch, so ein Akkublock bauen, aber ich glaube, das ist relativ egal noch momentan. Aber eine Sache steht fest, wir brauchen hier ordentlich welche. Ähnlich wie beim letzten Planeten auch, weil auch hier ist die Solarpanel-Effizienz nicht so geil. Besser als beim letzten Mal, aber nicht super. Eigentlich sind 37% scheiße, aber egal. Ach, guck mal, ich habe noch mal 50 Bots gefunden. Warte mal. Einfach weg damit. Ach so, wir haben keine Solarpanel mehr. Jetzt haben wir wieder welche. Richtig, das ist die einzige Wahl, die wir haben mit der Idee, ja. Ich finde, das ist in Ordnung. Wenn wir hier ein paar tausend hinschmeißen, meine Güte, wir haben doch die Ressourcen dafür. Dauert nur ein bisschen länger. Aber funktioniert ja. Nee, Wind, nee. Das lieber nicht so. Wobei wahrscheinlich wäre Wind sogar bei gewissen Solarwerten irgendwann effizienter. Aber nee. Später machen wir das einfach mit Energiestrahlen, aber die haben wir noch nicht. So, warte mal, generell 87, okay. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Jo, ja, wie gesagt, ich denke mal, wir schleppen mal eben den ganzen Krempel hier hin und her. Okay, da haben wir jetzt, warte mal, wie viel? 62. Nicht, dass wir welche beim Landen kaputt gegangen sind, das wäre fatal. Ach nee, da sind auch noch welche drin, sehr schön. Ja gut, dann machen wir doch gleich weiter. Eisen, das ist eher lächerlich hier. 8,9K. Okay, ja, so ein kleines Vorkommen habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber ja gut, gibt immer ein erstes Mal, ne? Was ist denn mit euch?
Und ja, wir machen keinen Müll, wir nehmen alles wieder mit. Genau wie den Short auch. Wird er eh schon im Nauvis-Orbit aussortiert. Da haben wir keinen Stress mit. Ja, schon mal über 100 Megawatt. Das ist immer eine feine Sache. Aber da geht mehr. Da muss mehr gehen, sagen wir es so. Na, da haben wir auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Holz, ne? Naja. So, wenn die Ecke hier fertig ist, dann können wir mal gucken, dass wir langsam mal den Treibstoff hier runterschießen. So, den hatten wir schon umgestellt, genau. Ja gut, dann tun wir dies. Ja, halt, war ja richtig. So, genau, das Ding hatten wir hier oben hingestellt. Da ist es, das gute Zeug. Genau, der schießt nicht nach Hagen. Ich hätte mir ein Dings machen sollen. Nee. Ja. Weil jetzt kann ich sie anklicken. Egal, warte. Dann machen wir eben so ein Dings hier. Warum ist sie jetzt hier? Warte mal. Ist er dumm oder was? Achso. Nee, ich bin dumm. Oh Mann. So, jetzt haben wir das, glaube ich. Nochmal von vorne das Ganze. Genau, und hier haben wir dann... das Zeug? Nee, wir nehmen die Erzvariante. Ist eigentlich relativ egal. Passt schon. Genau. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal. So, also. Erstmal so wichtig... dass der Kram da oben reinschießt. Können die restlichen auch schon hier einstellen, das ist gar kein Thema. Dann haben wir alle fertig. Geht eh alles ins gleiche Loch. Klingt komisch, aber ist so. Der ist richtig, ne? Genau. Und dann haben wir den hier noch. So, ich schmeiß jetzt noch nicht an die Kisten, weil das ist mir mit der Energie noch ein bisschen zu heikel, weil die Akkus, die halten hier nichts aus. Aber gut, dann hätten wir das schon mal konfiguriert. Doch, einen müssen wir anschmeißen, das ist der für den Treibstoff, aber alle anderen erstmal noch nicht. So, dann machen wir das hier an. Scheint schon mal zu gehen. Jo. So, du möchtest aber nicht dahin fliegen, sondern, das ist wieder ein weiter Weg, Nauvis Orbit wieder zurück zur Landeplattform. Das sind 81,1 km. Der wird ein Weilchen beschäftigt sein mit Befüllen. Aber macht nichts, weil wir sind ja auch noch beschäftigt, hier den ganzen Kram dahin zu schmeißen. Daher, ja, sollte das gehen. Wir können auch nochmal eben, warte mal, wo ist denn der Kram? Ach, liegt da oben noch rum, verdammt. Umspannwerke, genau, das war der Plan. Wo sind denn die überhaupt? Da. Was haben wir noch? Solarpanel können wir nochmal eben rausfischen irgendwo. Ja, ist eh voll, okay. In dem Fall packen wir hier einfach noch so ein Ding mit hin. Geht das mit dem Wasser? Nee, reicht nicht, okay. Dann machen wir das einfach so. Ist ja auch egal. Da.
Ja, wir werden jetzt mal gucken, dass wir wirklich alle Solarpanel und Akkus hier hinschmeißen, die wir gerade dabei haben. So wie immer halt, ne? Das ist der einzige Part, der ein bisschen langwierig ist. Da kann man vielleicht irgendwann drüber nachdenken, ob man nicht nochmal so ein Layout mit Roboports macht. Das Problem ist dann wieder die Roboports, die fressen einen Haufen Strom. Nee, wir lassen das erstmal so, glaube ich. Die gute alte Handarbeit, man kennt das. Ich meine, auf den meisten Planeten ist es halt nicht so wild, aber hier gerade bei solchen Sachen hier, wo die Solareffizienz relativ gering ist, eher nicht so. War das hier noch? Ah, nix, okay. Gut. Die ganze Geschichte hier ist eh eher so eine Art Vorbereitung. Wir werden das Zeug erstmal noch nirgendwo hinschießen. Weil wir werden das nachher so handhaben, ja, so ähnlich wie mit dem Kryonit zum Beispiel. Das hatten wir. Novus Orbit, zack, genau. Das haben wir hier direkt in die Anlage, wo es verarbeitet wird, reingeschossen. Das werden wir auch so ähnlich machen. Und ja, ich weiß, wir haben hier auf Novus das Zeug eingelagert. Das Immersit und das Beryllium. Das lassen wir hier wahrscheinlich erstmal liegen. Oder schießen es nachher wieder hoch, je nachdem, keine Ahnung. Aber war vielleicht nicht die schlauste Idee. Aber wie gesagt, ist egal. Ich wusste halt vorher nicht, welche Möglichkeiten wir haben, das Zeug im Weltall zu verarbeiten. Aber da sich der Kram ja geklärt hat, ist es an sich kein Problem. So, Solarpanel sind leer. Wir machen die Akkus auf jeden Fall nochmal eben, soweit wie es geht. Ja, geht gut. Oh, nice. Wir haben übrigens nichts mehr zu forschen gerade. Außer halt hier diese Swarm Safety. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben kein Robonetzwerk, was diesen Wert hier übersteigt. Also daher. Ja, komm, dann machen wir halt Forschungspause. Das ist auch okay. So, dann machen wir Roboport aus. Ich sammle mir den Kram hier manuell eben zusammen. Ja, so ein Radar wäre auch geil, ne? Ja, 2000 haben wir schon und 1000 Akkus. Es wird langsam. Aber wir brauchen noch mehr. Definitiv. Wir brauchen ganz schön viel hier Jetpack-Fuel. Aber ist egal, da können wir zur Not auch den Raketentreibstoff für nehmen. Daher ist es, glaube ich, okay. Ja, es ist ja auch relativ lange dunkel, ne? Also bei so einem Zyklus dauert das halt ein bisschen. Okay, irgendwas fehlt. Ja, Solarpanel. Ja, gut. Und Akkus auch gleich. Ist ja perfekt. So, dann machen wir den Laden aus. Ich schmeiß mal eben den Müll hier drüben weg. Und dann machen wir die nächste Runde gleich fertig.
Was hat er schon drinne? Ja, geht ja. Yep. Genau. Das können wir mal eben aussortieren komplett. Dann ist der nämlich schon mal fertig. Genau, die Raketenbauteile packen wir unten wieder rein. Die müssen halt reichen, dass wir wieder zurückkommen. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Aber doch, das sollte genügen eigentlich. Genau, haben wir Solarpanel. Der auch. Dann machen wir gleich weiter. Ja. War jetzt nicht so intelligent, da anzufangen, aber egal, kriegen wir hin. Manchmal vergessen die Sachen, habe ich das Gefühl. Ja, die fangen wieder an. Okay, sehr schön. Ja, das ist schon im Vergleich zu den anderen Planeten, wo wir bisher waren, ist es hier relativ lange dunkel, ne? Egal, wird auch schon irgendwie gehen. Haben wir jetzt knapp 3K. Aha. Ja, dann machen wir weiter. Ich denke, wir müssten schon ungefähr an die 200 Megawatt rankommen. Aber das werden wir gleich sehen. Vermutlich sind wir auch schon drüber, kann sein. So, da fehlen irgendwo Akkus. Holen wir gleich nach. Solarpanel sind auch gleich leer, passt. Sehr schön. Okay, vielleicht doch nicht so viel, wie ich dachte. So, was haben wir hier noch? Wir haben einen Haufen Solarpanel, wie immer. Was haben wir da noch drin? Die Akkus. Das können wir wegnehmen, das Ding. Ein Solarpanel. Super. Hier sind noch mehr. Sehr schön. Dauert noch ein Weilchen, aber egal. Wir bauen die hier alle irgendwo hin. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich skipp das mal. So. Naja, 160. Wird der Tooltip hier nicht angepasst? Nee, da steht immer 220 kW. Stimmt natürlich nicht hier, ne? Ist klar. Das ist hier wesentlich weniger. Sagen wir ungefähr ein bisschen mehr als ein Drittel davon. Und genau deswegen brauchen wir halt so viele, ne? Ich finde aber, das ist trotzdem immer noch die einfachste Möglichkeit. Man ist nicht abhängig von irgendwelchen Ressourcen und Rohstoffen. Man hat halt nur jetzt den Aufwand, den Kram dahin zu schmeißen und danach nie wieder. Ich finde, das ist okay. Doch schon, alleine die Dämmerungsphase, wie lange die geht, ne? Oh, ja, Tatsache. Na gut, dann haben wir ja doch ordentlich was.
So, während die hier ihren Kram hinstellen, können wir noch mal eben Dinge tun. Genau, und zwar. Yep, der darf Dinge tun. Der hier darf Dinge tun. Der hier darf Dinge tun. Und dieser hier auch. Oh, schon wieder keine Akkus mehr. Alter. Okay. Lieber so als anders. Aber gerade aufgrund der längeren Nacht müssen wir auf jeden Fall gucken, oh, das war knapp, dass wir da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rausholen. Die nehmen wir mit. Das können wir weg. Was haben wir da noch drin? Ja. Eigentlich alles wie immer. Genau, Umspannwerke können wir nachfüllen. Das ist perfekt gerade. Ja, und weiter geht's. Halt, wir können vorher noch Müll entsorgen. Gut. Läuft das hier unten eigentlich vernünftig oder? Also kommt das Signal an, ist die andere Frage. Ah ne, der ist ja direkt connected. Warte, da müssen wir auf Norvis gucken. Nur mal eben schnell zur Sicherheit. Ja, Signal kommt an, aber die Dinger werden oben momentan direkt wieder aussortiert. Dementsprechend bleibt das natürlich nicht lange, aber es geht. Genau, da die relativ weit weg sind vom Bahnhofbereich, könnte man drüber nachdenken, die Anforderungsmenge hier bei den Kisten noch zu erhöhen. Machen wir aber erstmal nicht, weil das ist nur das Material für die Lieferkapseln. Und der Rest, ja, meine Güte, juckt uns nicht. Was wir nochmal machen können, wir haben gleich unseren Jetpack-Kraftstoff hier verbraucht. Unter Umständen könnte man gleich, wenn es kommt, das ist die Frage. Mal eben, an nee, wir haben eh keinen Platz, dann egal. Ne, wir holen uns gleich mal eben ein bisschen Raketentreibstoff da raus. Weil ansonsten dürfen wir nämlich gleich laufen, da habe ich keinen Bock drauf. Halt, Akkus hier oben noch. Jetzt ist aber komplett hell, ne? Knapp 300 schon, okay, nice. Ja, der zieht momentan noch alles durch, ne? Egal. Wir bleiben auf jeden Fall mal hier in der Nähe, glaube ich. Besser ist es. Wir kriegen sowieso, ne? Also dieses Eisenvorkommen da, das können wir eh komplett ignorieren, weil das ist so lächerlich. Das braucht keine Sau. Ach so, stimmt. Wir haben ja noch die Bots. Die können da mit rein. Dann haben wir hier 150, ne? Ja, jetzt 148. Die gehen schon wieder kaputt, die Teile. Oh Gott. Da müssen wir auch mal irgendwie drauf achten. Oder wir machen nochmal eine Variante, die tatsächlich nur mit Fließbändern arbeitet. Ja, mal sehen. Eins. Jupp, haben wir. Ja, die übliche Amtshandlung, ne? Planeten besuchen, erstmal zupflastern. Wir gerade eh schon so dabei sind. Wait. Wir lassen hier mal ein bisschen Abstand. Will da nicht zu viele hinsetzen. Spart auch ein bisschen Energie vielleicht, ne? Wir brauchen das noch nicht in Massen, das Zeug, ne? Das ist alles so ein späteres Ding. Was für eine krumme Meldezeit. 9 Stunden 23. Ja, okay, von mir aus.
So, was haben wir? 333, ein bisschen mehr. Oh, gut, so viel dazu. Dann können wir eigentlich hier eben weitermachen. Jep. Aber das ist auf jeden Fall überschaubar hier. Ja. Genau, den Kollegen müssen wir eh noch umstellen. Den lassen wir auf jeden Fall aus, das ist klar. Aber du nimmst das Zeug hier mit. Ziel haben wir noch nicht. Ne, haben wir tatsächlich noch nicht. Stimmt, ja, dann lassen wir das so. Können wir die Kapsel da mal irgendwo wieder reinschmeißen? Ja, geht, okay. Jo, dann müssen wir nur noch mal eben eine Verbindung hier rüberziehen, dann das Zeug hier oben anschließen. Und dann sind wir ja schon good to go. Das ging heute mal erstaunlich schnell. Aber der Blueprint, der nimmt einem halt viel Arbeit ab, ne? Das muss man echt sagen an der Stelle. Das ist aber alles andere als perfekt, ne? Das ist die andere Sache. So, was ziehen wir da raus? Nichts eigentlich. Da wir hier ein bisschen mehr Energie zur Verfügung haben, versuchen wir das mal damit. So ein bisschen. Einmal, zweimal. Genau, dann sind wir schon. Oh. Ich denke, das reicht. Die Lieferkanone wird sowieso der Flaschenhals werden, ne? Davon abgesehen. Ja, ist in Ordnung. Na, knapp Hälfte. Gut, aber wir wollten noch weitere Solarpanel platzieren, weil wir das so gerne machen. Let's go. Oh, der ist ja leer. Dann können wir auch mal eben die Raketenbauteile da reinschmeißen und den ollen Container mitnehmen. Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt hier noch 1, 2, 3 von diesen komischen Teilen. Ach, hier sind noch mehr Bots. Okay. Wir machen mal eben die Sache mit den Raketenbauteilen fertig. Dann ist es vielleicht mal abgeschlossen. Ja, genau. Und die restlichen, die übrig sind, die schmeißen wir damit rein. Ja, dann ist wenigstens schon mal unsere, ja, Rückfahrkarte gesichert. Kann auch schief gehen. So, das nehmen wir mit. Das machen wir voll. Achso, genau, die Bots wollten wir wegschmeißen. Also in die Roboports. Warum sind da nochmal 37 Stück? Wie viele sind denn hier jetzt? 187. Dann fehlen aber irgendwo noch welche. Wir werden sehen. Ich meine, da fehlen sowieso noch welche, davon abgesehen. Egal. Ein bisschen Schwund ist ja überall. Achso, noch eine Sache, die mir aufgefallen ist vorhin. Die Verarbeitung von Holmit oder wie es heißt, oder Holmium, keine Ahnung, wie auch immer. Die stellt sich ein bisschen anders dar. Da gibt es hier dieses Pulvergedöns, da braucht man diese Kationen-Austauschperlen. Also easy. Die sind hier unten. Oh, ein Vulkanitverbraucher, das ist ja der Hammer. Krass. Ach so, habe ich noch gar nicht erwähnt. Warte mal, ich habe Dinge getan auf Nauvis. Und zwar habe ich unser Core Mining ausgebaut. Ich habe hier die Reihe voll gemacht. Wir haben jetzt inzwischen 24 von den Dingern hier. Ist auch schon wieder voll gelaufen und ich habe hier die zweite Anlage fürs ja, Crushen hingebaut. Einfach mal so.
bisschen Energie durchheizen halt. Und als Vorbereitung für, sagen wir, andere Dinge. Ich habe auch seit Ewigkeiten keine Erzvorkommen mehr eingenommen. Das läuft momentan mit den Restvorkommen, die wir haben, und eben über das Core Mining. Das klappt bisher ganz gut eigentlich. Und ja, in dieser Space Exploration Version kann man sie noch so platzieren. In der neuen Version muss man auf diese Erdspalten achten. Dann kann man sie nämlich nur darüber setzen. Finde ich aber ganz geil, die Mechanik. Nur, wir werden den Spielstand nicht updaten auf die neue Version, weil da hat sich nämlich einiges mehr getan. Und ich habe keinen Bock, da ja alles umzubauen, weil dann könnten wir gleich wieder von vorne anfangen. Ne, das machen wir jetzt mit der alten Version weiter. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, was ich für ein Ziel habe oder so. Ne? Wir spielen einfach. Mal gucken. Moin Rennick, willkommen. So, wir können noch ein bisschen. Oh, das war's. Na gut, die Akkus können wir auf jeden Fall noch mal eben hinsetzen. Wenn diese Rüstung vielleicht ein bisschen mehr Platz hätte, ne, dann könnte man auch ein bisschen mehr von den Roboports mitnehmen, aber nee, das haben wir nicht. Und vor allem T2-Roboport haben wir auch noch nicht, also daher. Also für die Rüstung meine ich. Daher eher nicht. Noch nicht. So, dann schauen wir mal, wo wir noch Solarpanel finden. Haben wir noch welche? Wie viele liegen denn hier eigentlich schon? 4.500. Das ist ordentlich. Da ist nichts mehr. Da haben wir noch was. Ach, da sind noch mehr Raketenbauteile. Okay, cool. Was haben wir hier noch? Noch mehr Solarpanel. Schön. Den restlichen Kram machen wir dann wieder zu diesen obligatorischen Akkublöcken, wie sonst auch. Weil ich glaube, wir haben mehr Akkus dabei, als wir für dieses System hier bräuchten. Aber ist auch gut so, weil gerade hier macht das auf jeden Fall Sinn, weil die Nächte länger sind. Ja, aber dann sind wir hier auf jeden Fall gleich schon mal fertig. Wie gesagt, die Lieferkanone stellen wir noch nicht ein, weil ich weiß noch nicht genau, wo die Holmium-Verarbeitung hin soll. Aber das machen wir dann relativ spontan, glaube ich. So, ich denke nicht, dass wir eine komplette Reihe da noch hinbekommen, ne? Ja gut, so eine Einfachreihe können wir noch machen. Mal gucken, ob es reicht. Mal sehen. Das Gute ist halt, wenn wir dann Holmium brauchen, dann ist das Ding 3 Klicks entfernt und dann haben wir das Zeug da. Fertig ist. Ist gar nicht so verkehrt. Das sollten wir eventuell demnächst auch nochmal mit Iridit machen. Andere Frage. Gibt es dafür auch einen Planeten, der es als Hauptrohstoff hat und keine Möpse hat? Okay, ja, 17% nehme ich aber auch. Das ist okay. Machen wir jetzt nicht, aber später. Nee, ist schon mal gut zu wissen. Da gibt es auf jeden Fall einen. Achso, ich wollte eigentlich gucken, ob es da einen gibt, der gar keine Mobs hat. Haha. Nee. Nee. Der hier hat 67%. Ah nee, das ist Beryllium. Upsi. Hier, Cyclops. Keine Mobs, aber Iridit. Ja. Das ist total geil. Da kann man sich wenigstens die Planeten rauspicken, die halt keine Maps haben. Erstmal. Ja, das wird nicht auf Dauer gut gehen. Aber cool ist schon mal, dass wir jeden Rohstoff bekommen, den wir brauchen, ohne dass wir uns in irgendwelche, ja, kriegerischen Gebiete begeben müssen. Das macht die Sache am Anfang auf jeden Fall angenehmer. Ja, da geht noch einer oder zwei, mal gucken.
Gut, läuft. Jo, habe ich ein Radar? Ja, wir haben sogar 50. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich setze da mal noch eins rein, damit noch mehr Strom verbraucht wird. Nicht. So, 6 Solarpanel sind über. Gut, den Müll schmeißen wir damit rein, nehmen wir wieder mit. Ist eigentlich lächerlich, das für Holz zu machen, aber ist egal. Ach ja, stimmt. Auf jeden Fall haben wir die Ressourcen hier oben gleich alle weg. Und ja, wir nehmen auch den Schrott mit. Und Bäume offensichtlich. Na gut. Warte mal. Oh. So, soll reichen. Passt. Wir können auch noch mal eine Kapsel hier lassen, ne, zur Sicherheit. Aber das ist es. Fertig. Nicht ganz. Der ist noch am Befüllen. Ja, war ja klar, ne? Wir können mal eben die 4 mit dazu schmeißen. Wird nicht viel bringen, aber ist okay. Gut. Ja, das ist schon krass. Also wir haben jetzt eine Stunde gebraucht, um den Planeten fertig zu machen, ne? Das ist alles noch relativ langsam. Aber auf jeden Fall ist hier genug Energie, glaube ich. Oh, 400 Megawatt haben wir drin. Ach stimmt, die Akkus wollten wir noch platzieren. Das machen wir noch schnell. Dann machen wir eine kurze Kaffeepause. Und dann müsste der hier auch fertig sein. Nee, aber wie gesagt, die Akkus brauchen wir hier auf jeden Fall noch. Einfach, weil die Nächte halt so lang sind. Und Tage natürlich auch, klar, ne? Aber das tut ja nichts zur Sache. Ja, wird, glaube ich, langsam dunkel. Aber da wir so eine lange Dämmerungsphase haben, ist es, glaube ich, in Ordnung. Ja, mit 30 Gigajoule können wir auf jeden Fall arbeiten. Die Frage ist natürlich, wie lange? Ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr mitmachen. Warte mal. Wie viel hat einer? 240, okay. Ja, da kriegen wir noch ein bisschen was zusammen. Sehr schön. Da fällt mir gerade ein, oben waren irgendwelche Solarpanel nicht ganz fertig, ne? Wir hatten noch minimalistisch welche übrig. Könnte man gleich mal versuchen, da reinzustopfen, glaube ich. Eins fehlt. Lul. Da sind noch drei. Jungs, hallo? Und tschüss. Die haben halt Pech gehabt, ne? Die sind immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber da machst du nix. Gut. Dann weiter im Text. Wir könnten auch noch nach unten weiterbauen.
Die laden immer noch auf. Krass. Ich hoffe, wir kriegen da sogar noch eine Reihe ran. Nice. Einfach mal gönnen. Ich meine, wieder mitnehmen das Zeug lohnt sich halt nicht. Ne? Dann verbauen wir das lieber hier. Und irgendwie vergessen die immer noch Sachen. Naja. Warte, 240 hat er gesagt, ne? Ah, 202 haben wir noch. Da haben wir sogar noch die 40 gepackt. Sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage. Mit der können wir hier arbeiten. Ich will noch mal eben was schauen. Haben wir... Huch, lol. Nee, jetzt haben wir alles durch, ne? Jo. Okay, hier fehlt jetzt noch ein bisschen Sprit. Sagen wir so 12.000 oder ja, Pi mal Daumen. Das ist auf jeden Fall überschaubar. Ich denke mal, das sitzen wir aus. Ich hole mal eben einen neuen Kaffee. Dann fliegen wir nach Norvis zurück. Und kümmern uns jetzt endlich mal um die nächsten verschiedenen Anlagen, die wir so brauchen, um die Forschungspakete herzustellen, die wir benötigen. Das wäre der Plan. Gut, in dem Sinne machen wir 5 bis 10 Minuten und ja, bis gleich.